traurige Geschichte. Zu der Geschichte vom ersten offiziell nachgewiesenen Aschisch-Toten. Der starb 1994 im Hafen von Rotterdam. Er war ein Dockarbeiter und hieß Hank. Konnte rackern wie kein Zweiter. Seine Heimat war der Kay. Lieblingslied Paloma, oe, oe. Hankys Job war das Verladen. Und er hatte schon Milliarden Tonnen Fracht an Land gebracht. Bis zu dieser einen Nacht, oe. Man sagt, es macht nur Lungen krank und lasch. Aber Hank starb an einer Überdosis Hasch. Man sagt, es macht nur Lungen krank und lasch. Aber Hank starb an einer Überdosis Hasch. Er rauchte gerade eine Zigarette, da riss über ihm eine Kette. 4,5 Tonnen guter Roter und Hanky war ein Drogentoter. Ui. Man sagt, es macht nur Lungen krank und lasch. Aber Hank starb an einer Überdosis Hasch. Übrig blieben Frau und Kind, die jetzt ohne Vater sind. Wird man Hasch legalisieren, könnte man sicher transportieren, oi. Man sagt, es macht nur Lungen krank und rasch. Aber Hank starb an einer Überdosis Hasch. Man sagt, es macht nur Lungen krank und rasch. Aber Hank starb an einer Überdosis Hasch. Hallo Marie.